into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Was ist? Was hast du? Nichts. Bereust du es? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur an die anderen gedacht, drüben in der Mall. Oh, ich bin sicher, die Mall steht in Flammen, die Kleinen feiern eine wilde Party und Lex und Sandra sind geschieden. Du musst so schnell wie möglich nach Hause. Ich habe eine bessere Idee. Wir bleiben noch einen Tag hier. Du lernst schnell. Toll. Ist ja großartig. Del! Casey! Was machst du da? Na los! Helft mir ins Bett, ihr Idioten! Okay, die Batterie ist leer. Ihr müsst mir eine neue holen und die hier wieder aufladen. Entschuldige, Jack, da gibt's ein Problem. Was? Wir haben keine aufgeladenen mehr. Oh, fabelhaft. Kaum bin ich mal 2 Tage lang außer Gefecht, schon ist der Laden im Eimer. Ich muss aufstehen. Das geht nicht. Aber ich muss einfach. Ich bin der Wissenschaftschef, ich muss mich um alles kümmern. Um was denn? Um das Regenwassersystem, den Wasserfilter, die Alarmanlage und zwar bevor wir hier alle draufgehen. Du hast ein gebrochenes Bein. Wie willst du dich damit bewegen? Du baust mir ein Fahrzeug. Hast du gut geschlafen? Na, ja, ich glaube schon. Du bist ja ganz ausgehungert. Habt ihr nicht genug Essen gehabt in der Mall? Nein, manchmal nicht. Das Problem hast du hier nicht. Rate mal, wer das alles sauber machen darf. Ganz genau, deine Mami. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist Celine? Keine Ahnung. Wenn du sie siehst, sag ihr, sie soll mir helfen. Hey, was ist denn los? Celine war die ganze Nacht nicht zu Hause. Wir haben sie seit gestern nicht mehr gesehen. Kannst du uns was zum Frühstück machen? Ich habe einen Vorschlag. Wie wär's, wenn ihr mir erst mal helft? Und dann frühstücken wir. Oh, gut, Tyson, kannst du mir helfen? Celine ist nicht nach Hause gekommen. Und Amber ist mit Sascha irgendwo hingegangen. Wir frühstücken in einer Minute. Was, hier?
Ja, wenn wir hier aufgeräumt haben. Kannst du uns helfen? Naja, also ich nehme dir die beiden ab. Ich werde eure Atemtechnik verbessern, ja? Was ist das? Ich zeig's euch. Danke, du bist eine tolle Hilfe. Für die beiden auf jeden Fall. Sie haben Angst und machen sich Sorgen um Celine. Ich helfe ihnen, ihre negative Energie abzubauen. Negative Energie, das ist das Einzige, was wir hier im Überfluss haben. Eine Sänfte? Die älteste Form des Transports, nur für die Reichen. Und für den Wissenschaftschef. Oh, das ist ja toll. Hast du ein Problem, Trudy? Ich würde eher sagen, wir haben ein Problem. Ach ja? Wir beide sind die einzigen zuverlässigen Personen, die noch übrig sind. Ist dir das aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst. Hör zu. Bitte pass eine Weile auf Brady auf. Celine ist einfach verschwunden und wenn ihr nicht bald jemand sauber macht, dann werden die kleinpelzigen Maulratten das Regiment übernehmen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ist Amber noch nicht da? Nein. Immer noch mit dem Hochstapler Sascha unterwegs, was? Bray, hier gibt es Ratten. Gut, hol Sascha zurück, der passt zu denen. Das glaube ich einfach nicht. Das mit Amber hättest du vor einer Ewigkeit auf die Reihe kriegen können, wenn du gewollt hättest. Ach, wirklich? Du weißt nicht, was du hast, bevor es weg ist, Trudy. Du weißt doch, wie das ist, oder? Schon möglich, dass ich's weiß, aber ich triefe wenigstens nicht vor lauter Selbstmitleid und häng hier rum, sondern lebe mein Leben weiter. Du hast deine Chance bei Amber verpasst. Komm endlich drüber weg. Was soll ich machen? Was für einen Rat gibst du mir? Schlaftabletten nehmen? Du passt also nicht auf Brady auf? Nein. Das gibt's doch nicht. Wir haben zwei Anführer hier und sie sind alle beide zu nichts zu gebrauchen. Jetzt endlich mal, wo wir hingehen? Kann ich nicht. Wie meinst du das? Wo gehen wir jetzt hin? Was ist? Lass endlich los, Amber. Ist das so wichtig? Du weißt es gar nicht, oder? Du hast keine Ahnung, wo wir hingehen. Gib's doch zu. Ist das wichtig? Nein. Nein, ist es nicht. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Was ist? Ich frag mich nur, was die anderen denken. Worüber? Über uns, was sonst? Ich wette, die fragen sich schon, was wir die ganze Zeit machen. Ich glaube nicht, dass die sich das fragen, Babe, die wissen das. Hey, wo gehst du hin? Du hast Hunger, Baby, schon vergessen? Worauf hast du Lust? Essen, Lex. Nicht mich. Komm wieder ins Bett. Nein, Lex, ich mein's ernst. Wir müssen was essen. Ich will nicht, dass meine Frau in den Flitterwochen Frühstück macht. Komm schon, Jack. Deine Träger warten. Na gut, macht schon. Na, oh, pass doch auf, Casey. Ich will mir nicht noch das andere brechen. Mecker nicht dauernd rum. Casey, du nimmst die andere Schulter. Jack, benutzt dein gesundes Bein. So, du nimmst das andere Ende. Okay, auf drei. Eins und... Ryan! Wo bist du? Warte mal. Casey, wo bist du denn hin? Ich kann das nicht ohne dich machen. Du musst dir wohl was anderes einfallen lassen, Jenny. Außer du hebst mich allein hoch. Wenn wir schon warten müssen, Tyzan sagt, meine Füße müssen massiert werden. Das kann Tyzan selber machen. Wo ist er? Woher soll ich das wissen? Ich habe seit der Hochzeit niemanden gesehen. Ich dachte, Ryan würde mal vorbeischauen, um zu sehen, ob wir was brauchen. Er ist wahrscheinlich nur rücksichtsvoll. Indem er uns hier verhungern lässt? Ach, na endlich. Ryan!
Casey, wo ist Ryan? Der ist abgehauen. Was brauchst du? Ich mach's. Vergiss es. Hey, ich sagte, du machst in den Flitterwochen kein Frühstück. Ich weiß, aber Lex... Ich sagte nein. Wie du willst. Was essen wir dann? Bleib im Bett, Prinzessin. Dein Prinz macht dir das Frühstück. Komm, Kleiner. Du bist jetzt mein Assistent. Dein was? Vertrau mir. Du hast dich überfressen, hm? Es tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Du kannst doch nichts dafür, dass dir schlecht wird. Aber das ist es ja gerade. Ich kann was dafür. Ich sollte das im Griff haben. Ich meine, ich esse und esse, bis ich nicht mehr kann. Und dann wird mir schlecht. Und du kannst dann nichts anderes denken als essen? Ja. Und während ich esse, kann ich nur daran denken, wie ekelhaft das ist und dass ich es wieder loswerden will. Also deshalb brauchst du so viel zu essen. Du hast Bulimie, stimmt's? Hey, das ist doch nichts, wofür du dich schämen musst. Es ist wie ein Zwang. Ich kann es einfach nicht abstellen. Ich werde dir helfen. Wir kriegen das schon hin. Bleib ruhig, versuch an was Schönes zu denken. Wir werden damit fertig. Das verspreche ich dir. Ein bisschen, Schatz. Mami ist gleich fertig. Soll ich sie für dich nehmen? Oh, ist schon gut. Ich komme zurecht. Können die Mädchen mir jetzt helfen? Ich arbeite noch mit ihnen. Sie sind verzweifelt wegen Amber und Celine. Wir arbeiten an ihrer Aura. Brady würde uns echt helfen. Babys sind noch so rein. Was sagst du dazu? Willst du mit Tyzan gehen? Zu Chloe und Patsy? Dann wirst du schneller fertig. Und für Brady ist es auch gut, ein bisschen positive Energie zu tanken. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Jetzt flipp nicht gleich aus. Du machst das wirklich toll. Ich habe die Küche gesehen. Sauber machen ist echt dein Ding. Du bist klasse. Bescheuerte Kuh. Hast du nichts anderes für mich und meine Frau? Nur Eier und Bohnen? Was willst du? Was gibt's denn? Das hier. Was ist das? Keine Ahnung. Lies, was auf dem Schild steht. Und? Du kannst nicht lesen, was? Na und? Hey, reg dich nicht auf, Kleiner. Kannst du was für dich behalten? Klar. Ich kann auch nicht lesen. Jedenfalls nicht richtig. Ehrlich? Ich weiß, wie es dir geht. Aber wir kommen durch. Wir sind doch nicht blöd. Nein. Sicher nicht. Sag den anderen nichts. Das ist unser Geheimnis. Also her mit dem Zeug. Wir essen das, egal was es ist. Weißt du, was Sascha uns beigebracht hat? Der war echt cool. Oh. Weißt du was? Das nächste Mal soll er dir zeigen, wie man jongliert. Du bist unglaublich. Wieso? Du bist so frei, so optimistisch. Du bist ein Optimist, Amber. Wirklich? Klar. Warum ärgerst du dich sonst mit den Kleinen in der Mall rum? Ich denke eben viel an die Zukunft. Du musst aber auch im Moment leben. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Naja, ich bin glücklich und besorgt. Nein, das besorgt. Das gehört in die Zukunft. Bleib erstmal glücklich. Was ist mit dir? Wie fühlst du dich? Das ist leicht. In diesem Moment. Genau jetzt.
bin ich in dich verliebt. Das Frühstück ist fertig. Oh, Lex, hätte ich das gewusst, hätte ich dich schon früher geheiratet. Na, siehst du? Mich hier sitzen lassen wie einen Blöden. Ich bin wieder da, oder? Stehen wir jetzt hier rum und streiten uns? Oder kommen wir lieber zur Sache? Na, macht schon. Fertig? Eins, zwei, drei! Wie ich schon sagte, doch keine gute Idee. Ich hau ab. Ruf mich, wenn du wieder so eine tolle Idee hast. Eure Chakren müssten jetzt geöffnet sein. Spürt ihr die göttliche Kraft, die durch eure Hände fließt? Ich spür's. Ich glaube, ich spür's. Ich spür's auch, wirklich. Ausgezeichnet, ihr seid ja Naturtalente. Lasst nur positive Gedanken zu und gute Dinge werden folgen. Bringen gute Gedanken Amber und Celine wieder zurück? Sie kommen wieder, wenn es für Amber und Celine das Richtige ist. Wenn nicht, überleben wir es auch. Seht euch Brady an. Sie hat es auch überlebt, dass ihre Mami eine Weile weg war. Ja, wir haben sie auch versorgt. Weil wir sie lieb haben. Ganz genau. Es ist sehr wichtig für Babys, dass man sie von negativer Energie fernhält. Sonst werden sie traurig. Es sind nicht immer die Mütter, die Babys glücklich machen können. Ich denke, Brady braucht ihre Mutter. Wow, Trudy muss wirklich viel negative Energie haben. Belle! Was will er denn schon wieder? Schmerzmittel. Casey! Belle! Warum lässt du ihn nicht weiterschreien? Spielen wir eine Runde Poker? Das können wir nicht machen. Und außerdem war das Ganze deine Schuld. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll blöd in der Gegend rumstehen. Er hätte tot sein können, ist dir das klar? Helft mir, ihr Idioten! Das wäre vielleicht besser gewesen. Was ist mit denen? Auf keinen Fall, das sind starke Schlaftabletten. Das hier wird ihm helfen. Ich bring sie ihm. Du hast schon genug getan. Bist du sicher? Du hast doch gesagt, es ist meine Schuld, dass er verletzt ist, oder? Ist ja gut. Mami macht dir was zu essen. In unserer schönen, sauberen Küche. Amber? Hey, was hast du da? Rollen. Die werde ich an Jacks Stuhl befestigen. Dann braucht er nur einen, der ihn rumschiebt. Lass ihn doch liegen. Spielen wir Karten. Das kann ich nicht. Ich hätte keine ruhige Minute. Aber wenn er mich noch mal bittet, sein Kissen aufzuschütteln, dann schmier ich ihm eine. Das garantiere ich dir. Hast du ihm die Tablette gegeben? Er ist so verdächtig ruhig. Klar doch. Poker? Amber? Was ist mit dir? Ich will wieder zurückgehen, Sascha. Okay.
Gibt's einen besonderen Grund dafür? Ich will wieder in mein Leben zurück. Zurück in die Mall, zu den Kleinen. Und sogar zu Lex. Wenn dir das so viel mehr Spaß macht? Es geht nicht um Spaß. Ich bin mit dir glücklich. Ich bin glücklicher, als ich es mir je vorgestellt hätte. Und ich liebe dich, Sascha. Ich will wieder in mein Leben, bevor es zu sehr wehtut, dich gehen zu lassen. Das verstehe ich. Aber ich liebe dich auch schon vergessen. Gib mir wenigstens noch diesen Tag, okay? Was macht denn so ein großer, starker Mann wie du hier draußen? So ganz allein. Ich hab mich verlaufen. Ich hab eher den Eindruck, bei uns bist du genau richtig. Komm doch rein. Wir haben hier was Hübsches für dich. Komm schon, Mann. Hey, danke schön. Vielen Dank. Ich wünschte, das würde ewig so weitergehen. Kann es doch. Ja, meinst du, ich lasse die Mall einfach hinter mir und verschwinde? Wieso nicht? Lebe für den Moment, Em. Ich bitte dich. Wie meinst du das, Sascha? Geh nicht wieder zurück. Geh mit mir weg. Geht's dir besser? Ja. Wie lange habe ich geschlafen? Eine Weile. War auch nötig. Ich weiß. Ich bin dir so dankbar. Hey, du hast Hilfe gebraucht. Das hätte jeder andere auch gemacht. Nein, du bist wirklich toll, Rowan. Du hörst zu und urteilst nicht gleich. Dir die Wahrheit zu sagen, war ein wichtiger Schritt für mich. Ich weiß. Ich glaube, ich muss jetzt gehen, bevor es dunkel wird. Du kannst nicht weggehen. Noch nicht. Doch, ich kann und das verdanke ich dir. Du hast mir die Kraft dazu gegeben. Nein. Ich meine, du kannst jetzt nicht weggehen. Du hast dir Essen und Unterkunft gehabt. Und dafür musst du uns auch was geben. Aber ich dachte, ich... Wenn's hier nur nach mir gehen würde, Celine. Aber das tut's nicht. Das hier ist Dirks Haus und Dirks Essen. Und er verlangt eine Bezahlung. Womit soll ich denn zahlen? Da draußen ist ein Kerl. Ein Kerl? Sei einfach nett zu ihm, Celine. Richtig nett. Dann gibt's keinen Ärger. Ryan? Celine? Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing.